willkommen zu einer neuen Folge von Graveyard Keeper. So, wir haben eine Menge zu tun. Wir brauchen hier ein... Ach nee, da war ja das Hanfseil, verdammt. Müssen wir eigentlich auch kaufen. Ich würde sagen, ich hole Stein. Und ich wollte genau die Holz hier Planken holen. Das waren 12, die ich brauchte, ne? Hallo? Und dann noch ein komplexes Eisenstück. Weil dann können wir einen Beichtstuhl basteln. Ich frage mich, ob der auch tatsächlich innerhalb der Kirche einen Unterschied macht oder ob da wirklich nur quasi Deko ist. Oder ob wir dann uns tatsächlich Beichten anschauen können. Ja, ich würde sagen, bauen können wir den jetzt eh nicht. Unsere Energie ist ein bisschen low. Hier, die nehmen wir mit. Und dann schlafen wir ein bisschen. Ich fühle mich ja so erfrischt. Wir haben eine Silbermünze und 29 Bronzemünzen. Eigentlich sollten wir damit auch Samen kaufen können. Fällt mir gerade mal so ein. Ja, Stein. So. Und sollten wir es, glaube ich, im Laufe des Tages auch mal machen. Mal eben das hier beenden. Kochbuch absetzen und 5... Ja, so, das können wir schon mal machen und dann brauchen wir noch das Kochbuch. Ja, ich habe ganz schön viele Quests hier. So, genau, es waren 12, hatte ich recht. Bauen wir den mal fertig. So, dann sind wir jetzt bei 16. Niemand will gerade beichten. Wow. Okay, wir haben tatsächlich eine Interaktion damit. Wir brauchten 20 in der Kirche. Ah, leider gibt die Bank nur plus 1. Selbst wenn ich jetzt hier noch eine Bank hinpacken würde. Selbst die weiche Bank wird es nicht tun. Soll ich noch einen Beichtstuhl bauen? Oder ich schau mal. Hier, Theologie, sind wir richtig. Räuchergefäß. Ich glaube, eigentlich sollte ich das nicht tun, oder? Ja, nee. Ich muss aber auch mal echt hier in die anderen Dinger gehen. Oh, wait, ich hab noch... Ich schalte das mal eben frei. Wenn wir hässliche Leichen verbrennen. Ich dachte, das hier war... War das hier nicht die Feuerbestattung? Ja, okay. 8 Holzschatten, ja gut. Ein andern Mal, ich werde jetzt erstmal Samen holen. Dann könnten wir auch... Wait, der hat keine Leiche dabei. Wait, warum hast du keine Leiche dabei? Ich finde übrigens schön, dass das Symbol auch auf das Kommunistensymbol angelehnt ist. Er hat was mitgenommen? Ach, die Äpfel. Ah. Okay.
und das Podest müssen wir uns ja gleich auch noch anschauen auf dem Hexenhügel, ne? Ich finde interessant. Die Vampir-Quest geht jetzt gerade nicht weiter, aber es juckt auch keinen. So. Ich hätte gerne Karottensamen. Die sind teuer. Warte, ich nehme mal erstmal so 6 mit. Weizen. Ich glaube, ich hatte beim letzten Mal Weizen was gekauft. Oder ich nehme aber vorsichtshalber trotzdem 4 mit. Und Kohl nehme ich auch mal 4. Und können wir uns nicht leisten? Dann nehmen wir wohl nur 3. Ne, warte, die Weizen wollte ich auf jeden Fall 4 haben. Nein, 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 oh, verdammt. Ja, dann nehmen wir eine Karotte weniger mit. So. Ja, kommt schon hin. Wir können dem übrigens Brennholz verkaufen. Können wir uns eigentlich merken, wenn wir mal irgendwie in Not sind? Und jetzt noch hier uns das Podest anschauen. Was macht ihr denn hier? Hey, hör auf, hier rumzuschleichen. Ich hab dich gewarnt. Ich vertrete mir hier nur die Beine. Hier gibt es nichts zu sehen. Was machst du denn dann hier? Es ist ein Hinterhalt. Ich bin kein Experte, aber nach Hinterhalt sieht mir das nicht aus. Der Inquisitor hatte einen Albtraum über dieses Portal und die Kultisten. Also warten wir jetzt hier auf die Kultisten. Welche Kultisten? Ah, schlimme Leute, die stecken bestimmt mit den Hexen unter einem Hut. Hilf mir doch mal, Tom. Das sind Hexenkultistenschweine, die wollen unseren geliebten König umbringen. Und sie wollen die Inquisition abschaffen. Und die wollen uns unsere Jobs wegnehmen. Das ist das Schlimme, die wollen uns unsere Jobs wegnehmen. Vielleicht bist du ja ein Kultist? Nein, nein, ich bin nur der Friedhofswärter, ich gehe ja schon. Ich kann den Stein nicht untersuchen, während sie hier sind. Werde die Wachen am Hexenhügel los. Na ja, toll. Ich tippe mal, dafür müssen wir uns ein bisschen besser mit dem Inquisitor verstehen. Aber das kriegen wir jetzt demnächst auch geregelt mittels der Flugblätter. Oh wait, ich hätte weiter nach unten gehen müssen. Ne? Wo kriege ich die Traubensamen her? Habe ich die beim Händler bekommen? So, jetzt können wir aber erstmal hier wieder Sachen anpflanzen. Ich hole noch die restlichen Samen aus der Kiste. Rübensamen, ja, haben wir jetzt gar keine gekauft. Kohlsamen hatten wir 2, Karottensamen hatten wir 2, Weizensamen hatten wir 2. Na gut, das ändert jetzt hier eigentlich gar nichts für uns. Mit dem, was wir gekauft haben. Naja. Dann pflanzen wir hier erstmal Weizen. Dann pflanzen wir ein bisschen Kohl. Und wir pflanzen ein paar Karotten. Die restlichen packen wir wieder hier rein. Wobei, eigentlich kann ich hier das auch wieder zurückpacken. So, das kann ich wieder in, kann ich in den Kirchenkeller packen. Genauso wie die Keramikschüsseln. Und das ruinierte Buch. Und ich hole mal den Zombie.
Und schau mal, wohin mit dem. Wobei, ich würde actually hier lang gehen. Ach, nee, wait. Nein, 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 ich will dich mitnehmen. Über mein Haus war das, ne? Wenn ich jetzt wüsste, wohin mit diesem Zombie. Hierhin? Nein. Okay. Vielleicht kann der mir das ja beantworten. Ich schau nochmal hier, aber... Das sieht auch nicht gut aus. Zombiesaft. Moin. Schuchtet. Er ist irgendein Pulver, das zweite ist Blut. Ja, Okay. Ja, wohin jetzt mit dir? Schwierig, schwierig. Weil hier kann er nicht hin. Ich meine, hier können wir nur so komische, sadistische Sachen, ja, bauen. Na ja, gut, dann bleibt er erstmal hier. Dann packe ich mal die Sachen zurück da in die Kiste vom Kirchenkeller. Dann würde ich, glaube ich, erstmal nach der Hexe suchen. So, weg, weg. Ich packe den Metallschrott auch erstmal hier hin. So, und aus den ruinierten Büchern kann ich noch Papier gewinnen. Kann ich das hier machen? Sieht nicht danach aus. Ach, hier. Mit Flusssand. Na gut. Ein andermal. Hier brauchen wir noch Rotwein. Ah. Und zweimal Stift mit Tinte. Ja, ich glaube, das Kochbuch lässt auch noch ein bisschen auf sich warten. Gebet nach Reichtum klingt nice. Brauchen wir Kapitel. Kapitel brauchen wir dreimal Notizen. Und für Notizen brauchen wir auch wieder Stift und Tinte. Ja, nein, danke. Ich gehe jetzt auf Hexenjagd. Aber ich glaube, wir kommen noch nicht zu der hin. Ich meine, ich habe das beim letzten Mal doch schon mal versucht. Ich tippe, wenn wir zu dem Schild dahin kommen. Oh, ich hasse dieses Sumpfgebiet. Ich hasse es. Kann sich nur um Stunden handeln. Okay, hier können wir nicht lang. Wo bin ich denn da beim letzten Mal lang gegangen? Hier lang? Ja, oder?
mich gerade aber auch nicht weiter. Ich hasse das Sumpfgebiet. Hier ist nur ein Angelspot. Nein, könntest du einmal probieren. Ich weiß immer noch nicht, wie das geht. Okay. Ich habe jetzt aber nur zufällig gerade E gedrückt gehabt. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht. So? Nee. Ah. Whatever. Ich will immer noch die Hexe finden. Das ist so ein Irrgarten, ich hasse das Sumpfgebiet. Ich hasse es wahrhaftig. Oh. Ja, wie kommen wir da hin? Hexenland, ja. Okay, wir haben es jetzt gesehen. Aber, wie komme ich da hin? Ah. Baue die Brücke. Oh ja, bitte beim nächsten Mal. Oh ja. 10 Nägel, 3 Holzplanken, 3 Balken. Alter, das screenshotte ich mir ab. Alter, das, den Weg muss ich nochmal wieder zurück. Oder kann ich hier... Ich hätte hier lang gekommen. Ich bin untröstlich. Ich hasse das Sumpfgebiet, aber hey, wir haben die Hexe und wir sprechen mit ihr beim nächsten Mal.